Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus Begrüßer euch zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2 in der Version 1.32, nicht mehr Beta. Ja, glaube, das muss ich nicht mehr sagen, aber wir machen heute einen Schwertransport in Skandinavien. Ja, genau. Dafür setzen wir uns einfach mal rein. Ich habe ganz vergessen, dass ich das Innenraum, DLC würde ich schon sagen, aktivieren muss, also SESL-Mod. Aber wir werden das auch so hinkriegen. Und deswegen fahren wir jetzt mal los. Wir haben, ja, einen Lieberkran. LTM 1300, 43 Tonnen. Haben wir jetzt hier am Fahrzeug und wir fahren knappe 200 Kilometer. Oh ja. Yeah. Das ist von Jay-Z Cat. Ein Mod. Trailer-Mod. Keine eigenen Trailer, deswegen ganz normale Tour. Und jetzt versuchen wir mal hier rauszukommen. Ihr habt ja immer wieder mal gesagt, bringen wir ein bisschen mehr Schwertransporte. Und ja, jetzt haben wir mal wieder einen. Und mal hier oben in Skandinavien. So. Für alle, die es interessiert, ich nehme das Video am 22. auf. Also am Samstag. Und ihr werdet das am Montag sehen. Ich kann euch noch nicht sagen, ob der Multiplayer funktioniert. Bis dato noch nicht. Sieht das cool aus. Ja, ja. Ja, oh, das staut sich ja hier. Wir hoffen natürlich, dass jetzt nicht irgendwie noch ein Absturz ist. Wir hoffen es mal. Weil ich habe es von vielen gehört, dass die genau die gleichen Probleme haben wie ich. Dass es manchmal abstürzt. Bei mir war es beim letzten Mal, wo ich mit dem DAF gefahren bin, dem XF95, dass da das Spiel so ein bisschen abgestürzt ist. Und wo ich quasi diese Ansprache gemacht habe, dass einige Leute da manchmal ein bisschen über die Stränge schlagen, aber ganz, ganz wenig. Ja, aber ich wollte es trotzdem nur mal angesprochen haben. Und ich hätte dieses Feedback von euch gar nicht erwartet. Also, das war genial. Es war wirklich großartig von euch. Das hat mich echt gefreut. Huiuiuiui. Da geht's aber hoch und runter mit der Straße hier. Also, Skandinavien, falls jetzt die Frage kommt, das wird natürlich auch irgendwann mal nochmal bisschen angeglichen, aufgearbeitet, umgearbeitet. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. So. Ah, jetzt natürlich hier ein LKW, ne? Boah, zu hart eingelenkt, ne? Ah, nee. Ich hätte mehr in die Mitte fahren sollen. Na, ich bin hinten rangekommen. Eieieiei, heiliges Kanonenrohr. Da habe ich wieder nicht so richtig mitgedacht. Manchmal ist es so, ne? Da denkt der Maximus nicht so viel. Schönes Gespann. Irgendwann wird sich das auch alles wieder beruhigen, das mit den ganzen Modifikationen und sonstigen Änderungen. Wir müssen einfach nur mal ein bisschen Geduld haben. So, 70 machen wir mal rein. Wir wollen ja nicht rasen. Auch wenn ja ein Multiplayer dann irgendwann funktioniert, wollen wir, dass wir halbwegs ja, nach der STVU fahren.
Auch für die Leute, die bei CML dabei sind. Vielleicht werden wir irgendwann mal den Koop haben im Multiplayer. Mit KI-Fahrzeugen und. Dass wir dann da auch nochmal ein bisschen gucken. Oh, hier ist eine Baustelle. Die vielleicht vorher anhalten müssen, ne? 43 Tonnen, das ist natürlich eine beachtliche Masse. Ich weiß gar nicht, müssen die denn irgendwie großartig Begleitfahrzeug haben? Oder, weil ich habe ja schon ein bisschen Überlänge, ne? Was denkt ihr, wie lang wird denn der sein? Ihr könnt ja jetzt mal die Striche zählen, Pausen machen und Striche zählen. Aber hier oben in Schweden weiß ich jetzt nicht, wie die Abstände sind. Aber es ist auf jeden Fall mal wieder schön, hier oben lang zu fahren. Nicht immer Deutschland, 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 sondern auch mal ein bisschen durch Schweden. Neue Bilder hatten wir ja auch gesehen von St. Petersburg. War auch sehr interessant. Wird eine sehr hübsche Strecke da werden, wenn wir in der zweitgrößten Stadt von Russland unterwegs sind. Ich bin gespannt. So, 133 Kilometer. So, na toll. Lieber ein bisschen Abstand nehmen, ne? Wir werden auch immer so einen Mix machen, dass wir dann durch Deutschland fahren, in anderen Städten, so lange bis dann irgendwann mal eine andere Karte draußen ist. Also die Pro-Mods, die arbeiten ja schon sehr, sehr intensiv an der Pro-Mods 2.31. Ja. Für die 1.32. Kommen langsam mit den ganzen Zahlen durcheinander. Da soll schon ein Beta-Programm laufen. Müssen wir erstmal ein bisschen abwarten. So. Aber ich denke, in Deutschland haben wir schon einiges gesehen, dass wir dann da auf jeden Fall unsere Ruhe erstmal haben. Wir werden genügend Material finden. Also bezüglich des Baltikum DLC soll ja wirklich sein, so im November dann kommen. Ne? Welcher Preis? 14,99, 95, irgendwie so in der Drehe wird das schon sein. So, fahren wir mal hier den Hügel hoch. Die Strecke bin ich ja schon Ewigkeiten nicht mehr lang gefahren. Sagt mir ja gar nichts mehr. Junge, 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 Junge. So, wir müssen ein bisschen weiter hier in die Mitte fahren. Hat die Bremse so hart eingestellt oder was ist hier los? Der hält an, oder? Sehr, sehr knappe Sache, ja. Ey, halten wir ein bisschen Abstand, mein Freund. Ah, hätte ich wieder so eine 300 Kilometer Tour genommen, dann hätte ich schon wieder Stress gehabt, so mit der Zeit. So, oh, ich muss langsam fertig werden hier. Ah, ist besser, wenn man mal ein bisschen weniger an Kilometern macht, dafür aber sich dafür noch ein bisschen an das Spiel, an die Gegebenheiten anpasst. Und da vorne ist, oh ja, Transporter festgenommen. Ja, die Auffahrten müssen sie auf jeden Fall hier auch noch ein bisschen ändern, die sind ein bisschen kurz, ne? So, 80 könnten wir jetzt fahren. Mal sehen, ob der LKW das schafft. Ich habe auf jeden Fall die große Maschine drin mit, ich glaube, 625 PS. Ja, 625, also 630 steht hier. Ich denke mal. Freunde, ich komme. Ja, der hat auf jeden Fall Probleme auf die
80 km/h zu kommen. Ich lasse es jetzt einfach den Tempomaten machen. Das ist sowieso rüber. Also lässt er mich, ja. So, 70 ist wieder. Ja, glaube ich, hier stehen ab und zu dann trotzdem mal ein paar Blitzer, ne? Ja, du kannst warten. Bis ich dann wieder anfahre, dauert das Ewigkeiten. Ja, 40 Tonnen sind halt über 40 Tonnen, ne? Das, da machst du nichts. Da muss der Motor echt ganz schön Leistung vollbringen. Was hat denn der jetzt eigentlich von momentanen Spritverbrauch? Durchschnittlich 80 Liter. Jetzt würde ich mal von euch Fachleuten wissen, ist das realistisch? Das wäre ja mal ganz interessant zu wissen. Für. Wow! Was ist denn hier los? Wir wollen ja mal eine Tour machen ohne Unfälle, ne? So. Toll, das hat natürlich wieder Zeit gekostet und der LKW hat wieder ordentlich zu tun. Wenn ich jetzt mal auf den Momentan gucke, oh ey, 100, 150, ich hatte 190 auch, boah. Das ist schon heftig. Ja gut, wenn du mit einem Auto richtig Gas gibst, bist du auch über 20 Liter, ne? Kommt dann mal drauf an, was für ein Auto. Ja, ich musste auch erstmal alle Mods rausmachen. Das Spiel mit einem normalen Spielstand. Also, falls ihr das Problem habt, dass euer alter Spielstand auch ohne die Mods nicht lädt, der nimmt einen vorhergehenden Spielstand. Manchmal macht er ja so eine, seht ihr ab und zu mal so eine Sicherungskopie im Spiel. Und dann versucht da irgendwie einen Tag zuvor irgendwie einen Spielstand zu nehmen, wo der Fehler noch nicht war. Und dann könnt ihr definitiv da was machen. So musste ich das machen, weil der, ich habe in dieser Log-Datei, habt ihr gesagt, soll ich mal reingucken. Und da war es wirklich der DAF und er hat eben, ja, diesen Fehler verursacht, diesen Absturz. Da musste ich jetzt wirklich dann mal schauen, welcher Spielstand ging. Dann habe ich alle Mods rausgemacht, habe dann extra, wo es denn wieder lief, eine Sicherung gemacht. Vom 22.09. Haben wir ja schon. Und ja, habe dann wieder alle Mods aktiviert. Also dann sitzt man halt wirklich eine Weile, um das wieder hinzubekommen. Aber lieber so, als wenn man komplett wieder von vorne anfangen müsste. Das wäre für mich ein absoluter Graus, ja. Das wollen wir ja alle nicht. Wir haben hier alles schön freigefahren. Sind jetzt so bei der Karte. Wie weit sind wir denn eigentlich? 88% der Karte haben wir freigefahren. Ja, das wäre dann irgendwie schon ein bisschen doof. So, wir müssen da vorne sowieso ab. Aha, da geht's ins Zentrum. Wir fahren dann erstmal. Ampel, 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 Ampel. Oh, schöner Scania-Bus, ne? Ja, natürlich cool, wenn wir sowas auch irgendwann mal ins Spiel haben. So, geht weiter. Na, da vorne ist das Ziel. Toi, toi, toi.
Hier sind noch irgendwelche Channel-Einträge. Warte mal, sieht man das nochmal mit dem... bla bla bla. Irgendwas break. Naja, so scheint das erstmal so zu funktionieren. Toll, ich sage, es funktioniert und dann stürzt es hier ab. Kurz vorm Ziel. Ei. Hätte ich vielleicht mich gucken sollen. So, jetzt mache ich einen Fisch. Falls ihr da irgendwas rausgelesen habt, schreibt es mir rein. Ich mache einen Fisch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.